Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement aus der Kategorie Erkundung und dann War Within. Hier haben wir das Achievement, die Glyphenjäger aus Ashkahet und für dieses müssen wir folgendes machen. Entdeckt die folgenden Glyphen des Himmelsreiters in Ashkahet und das sind insgesamt 11 Stück. Und wenn wir die und die anderen Zonen abgeschlossen haben, dann gibt es auch noch ein Meta-Achievement, wo wir uns dann auch noch einen Mount angucken können. Aber das machen wir dann in einem separaten Video. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns alle Glyphen an und starten hier direkt mal rein. Dann gucken wir uns die erste Glyphe in Ashkahet an. Und zwar ist die auf den Koordinaten 63, 14. Und diese haben wir so ein bisschen versteckt hier zwischen der Wand und dann noch einer so einer Säule, die rausragt. Aber wenn man weiß, wo die ist, ist auch relativ easy, die einzutüten. Die nächste Glyphe ist ein bisschen versteckter. Und zwar seht ihr die da schon ein bisschen durchschimmern. Wir sind jetzt einmal hier im Übergang von den schallenden Tiefen zu Ashkahet. Und hier, ne, auf dem Weg runter, haben wir die auf den Koordinaten 70, 25 hier an der Seite dran. Ich bin jetzt gerade noch unterhalb von dem Weg. Und wenn wir dann quasi hier rüber fliegen, in die Ecke rein, dann ist die quasi da einmal drin. Also ich zeige es nochmal auf der Map, hier zwischen diesen zwei Serpentinen ist die drin. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 65, 52 und dort müssen wir jetzt wieder ein bisschen weiter rauf. Und zwar, die ist da ganz oben an der Decke, wie ihr seht. Blattern wir jetzt mal hin und dann können wir auch die einmal eintüten. So, als nächstes sind wir jetzt hier relativ weit unten auf den Koordinaten 72, 84. Und da müssen wir jetzt wieder ein bisschen weiter hochfliegen. Und zwar hier an diesem, ja, Wabengeflecht, da haben wir dann die nächste Rune dran. Oder Glyphe, wie ihr die auch nennen möchtet. Also ich zeig's nochmal auf der Map. Hier oben an diesen Dingern ist das dran gehangen. Die nächste Glyphe haben wir dann hier unter so einer Spinnenbrücke. Und das befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 66, 84. Und ich würde sagen, die tüten wir jetzt einmal ein. Die nächste Glyphe ist wieder ein bisschen versteckter tatsächlich. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 58, 90. Und dort haben wir innerhalb eines, naja, wenn du das Gebäude nennen magst, ne, also nennen wir es mal Gebäude. Und das hat hier mehrere Ebenen. Also ihr seht, wir haben hier unten quasi eine Brücke rüber in die erste Ebene. Und dann hier drüber hängt quasi noch so eine andere Plattform. Und dann oben in dieser Plattform, in der Decke sozusagen, haben wir die Glyphe drin. Eingetütet. Mal auf der Map, also quasi hier oben drin. Hat man das Ding jetzt da. Als nächstes müssen wir nochmal relativ weit hochfliegen. Und zwar, wir befinden uns einmal jetzt hier quasi in der Stadt der Fäden. Hier auf den Koordinaten 35, 77. Und hier ist es jetzt so, dass wir hier einmal auf der Plattform sind. Und wir müssen jetzt ganz weiter hoch. Seht ihr, da oben haben wir diese Glyphe. Also wir haben da unten diese Arena und dann geht's einmal hier einige Etagen nach oben. Und dann müssen wir sie noch erwischen. Da haben wir das Ding. Und damit fehlen uns nur noch Viere. Die nächste Glyphe befindet sich wieder ein bisschen versteckter. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf den Koordinaten 57, 57. Also zumindest da ist die Glyphe. Ich bin quasi ein Häuschen weiter. Und da müssen wir jetzt unten rein, also unter dieses Gebilde. Und da ist das Teil einmal drin versteckt. Die nächste Glyphe befindet sich dann in dem Turm. Und zwar sind wir da in dem Turm auf den Koordinaten 43, 56. Und ja, da müssen wir einfach quasi durchflattern. Wir werden hier auch nicht abgemountet. Ich fliege euch jetzt noch einmal um den Turm rum, dass ihr seht, wo wir hier quasi genau sind. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 24, 40. Und dort müssen wir jetzt wieder relativ weit bis zu Wurzeln hochfliegen. Also hier unten seht ihr dieses eingesponnene Luftschiff. Und wir müssen jetzt einmal zu diesen Wurzeln da hoch. Und da zwischen diesem Wurzelkringel ist dann einmal unsere Glyphe drin. So.
auch besorgt. Wunderbar. Oh, und da werden wir schon weggeportet, so wie es aussieht. Mal ein Ticken zu weit oben. Für die letzte Glyphe müssen wir dann noch relativ weit nach oben. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in der Belagungsfeste. Und zwar auf der Koordinate oder auf den Koordinaten 46, 21. Und ja, da gibt es quasi hier ganz, ganz weit oben so einen Vorsprung, wie ihr seht. Und da auf dem Vorsprung ist es drauf. Also von unten kann man es durch den Vorsprung halt definitiv nicht sehen. Ne? Da habe ich jetzt auch ein bisschen rumsuchen müssen. Und ja, sobald wir das eingesammelt haben, haben wir dann auch das Achievement hier fürs Gebiet fertig. Und wenn ihr die anderen Gebiete auch schon gesammelt habt, dann natürlich auch das Meta-Achievement. Und für dieses gibt es, wie gesagt, dann einmal unser schickes Mount. Damit sind wir dann tatsächlich mit dem Achievement durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.